Lukas Schäfer bei uns im Bike-Check. Hey Lukas, Was geht ab? Stell gerne mal dein Bike vor. Yo, das ist hier mein Radon Jab Bikepark Hobel, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja, genau. Aktuelles Modell, 10.0 HD. Fahrwerk ist mehr oder weniger serienmäßig. Vorne, hinten 27,5. Paar Upgrades habe ich gemacht. Ich habe es bikeparktauglich gemacht mit 7-fach Downhill-Schaltwerk und Kassette. Mein Lenker angebaut, Griffe mit Flansch, weil mir das taugt. Die Vario-Stütze rausgemacht, damit ich ein bisschen Beinfreiheit habe und coolen Sattel und so weiter. Kurze Kurbeln verbaut, das ist noch ein Unterschied zum Vorher. Hinten ein Semi-Slick von Maxis drauf, den Minions Semi-Slick, vorne ein Assegai und ja, genau. Das heißt quasi, das Bike hast du quasi dann komplett für den Park gemacht, um quasi, bist du eher so der Trailfahrer oder eher so, wie man dich kennt, der Springer? Wenn du schon sagst, dass man mich so kennt, nee, ich fahre eigentlich alles. Aber bei dem Rad, das habe ich erst relativ frisch aufgebaut, wollte ich einfach ein Rad haben, was hier für den Bikepark, glaube ich, ziemlich perfekt passt. Also ist alles relativ hart und langsam eingestellt für Jumplines, Sprünge und so weiter. Wie gesagt, 7-fach Kassette und so, also es ist eigentlich überwiegend für Bergab und dass nichts dran ist, was groß klappert und so weiter. Also das soll mehr Bikepark und schnell und wie auch immer sein. Genau. Welche Rahmengröße fährst du? Ich fahre alle meine Räder relativ klein, meistens in M. Hier, das ist auch M, ein 18 Zoll Rahmen, ist für meine Körpergröße, ich bin 1,82. Verhältnismäßig klein, aber so ist es noch schön verspielt und handlich und ja. Wie viel Federweg hast du vorne und hinten? Ich habe hier an dem Rad vorne und hinten 170 mm. Und das reicht auch dicker aus? Absolut, absolut. Ich habe noch ein Downhill-Rad dabei. Das habe ich für größere Hügel dann einfach, wo ich vorne hinten 200 habe. Aber jetzt für hier den Bikepark und so ist das genau das perfekt so. Und Lenker fährst du mit sehr viel Rise oder ausgewogen? Ich habe jetzt hier ein paar Spacer. Ich mag es normalerweise schon ein bisschen höher vorne. Jetzt in dem Fall habe ich einen 25er Rise nur, aber ein paar Spacer drunter. Und mit dem Setup hier hat es so ganz gut gepasst. Aber normalerweise fahre ich immer so zwischen 25 und 35 mm Rise. Weißt du ganz grob, was das Bike wiegt? Hast du schon mal gewogen? Tatsächlich keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Sorry. Nee, alles gut. Okay, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht ändern noch möchtest in Zukunft? Nee, bei dem Rad so jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, ich habe für alle meine Räder so, ja, alle meine Räder sind speziell aufgebaut, sag ich so, für irgendeine bestimmte Sache. Und so wie das jetzt ist, taugt es mir für das, was es ist. Okay, und ich sehe schon auf dem Kopf, hast du deinen Alpina Helm. Was hast du da für ein Modell? Genau, das ist der neue, nagelneue Routage Evo. Der ist auch noch nicht mal, released ist er schon, erhältlich noch nicht ganz, aber jetzt sogar mit MIPS. Mein absoluter Lieblingshelm. Jetzt, wie gesagt, noch mit MIPS erhältlich bald. Und ja, genau. Super cool. Kannst du grob sagen, was dein Bike so an Wert hat? Kann man das beziffern? Ich würde sagen, jetzt mit dem Custom-Aufbau, Radon hat immer gute Deals, also das Rad kriegt man teilweise, glaube ich, für 3,5. Ich glaube, in meinem Aufbau jetzt liegen wir so irgendwo zwischen 4 und 5. Super, geht voll klar. Denke ich nämlich auch. Alles klar, Lukas. Dann ja, viel Spaß hier auf dem Beyond the Hill Festival und viel Spaß nachher beim Jumpen. Danke, ebenfalls. Peace.